Herzlich willkommen aus Österreich. Wir sind hier in Spielberg und natürlich sind wir auch hier wieder Backstage unterwegs. Und nach einem spannenden Qualifying brauche ich jetzt erstmal eine Stärkung. Und ich habe gehört, der steirische Genussapfel ist besonders lecker. Ja, und ich bin jetzt hier bei Johann Lafer. Und ich muss sagen, es riecht hier großartig in der Küche und ich habe gerade schon mal in den steirischen Genussapfel beißen dürfen. Ja. Diese Äpfel schmecken ja großartig. Was ist das Besondere an dem Apfelstrudel? Also zunächst mal ist das Geheimnis eines Apfelstrudels ist der dünne Teig. Das ist ein ganz hauchdünner Teig, da muss man eigentlich durch den Teig Zeitung lesen können, wenn er ausgezogen wird. Ja, ist wirklich so. Und dann kommt auf diesem dünnen Teig, kommen drauf frische Äpfel, natürlich dieser Genussapfel, dünn geschnitten, Zucker, Mandeln, Zimt, etwas Butter und Semmelbrösel. Und der wird dann im Ofen also gebacken, so bei 180 Grad, schön braun und am Ende dick mit Puderzucker bestreut. Aha, und ich kann überhaupt nicht backen, gebe ich an dieser Stelle zu, aber mit ein bisschen Übung könnte ich das auch so hinkriegen? Mittlerweile kann man, auch für Leute wie für dich, Verena, kann man Strudelteig kaufen, das ist ein ganz dünner Teig. Und dann muss man noch die Äpfel schälen und dann kann man die dann einwickeln. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf und sind ja auch ganz viele Gäste hier, die sich auch schon auf den Kuchen freuen. Hat man da einen Schwips von, wenn man davon zu viel isst? Nee, auf keinen Fall. Schade eigentlich. Nein. Ich darf ja auch gleich mal servieren, ne? Bin ich sehr gespannt und deshalb würde ich sagen, vielen Dank an dieser Stelle und bis gleich. Schon mal einen neuen, den gebe ich schon mal dem Ecki, der sieht hungrig aus. Bitte schön, guten Appetit. Ich mag den nur sehr ungern unterbrechen. Herr Marquardt, schmeckt's? Ja, es schmeckt sehr lecker. Ja? Wunderbar, wirklich. Wie hat's dir denn geschmeckt? Gut, ja, der Teller ist schon wieder weg. Ist vielleicht nicht unbedingt die perfekte Nahrung als Rennfahrer, aber... Aber hin und wieder mal naschen? Auf den Seiten hier. Ja, auf den Naschen bin ich immer dabei. Ehrlich? Ja. Auch während der Saison? Selbstverständlich. Na dann, ich hole gleich nochmal einen Teller. Katze. Oh, rare. Herr Haug, nur für Sie auch mal... Oh, jetzt ist das auch noch umgekippt da. Ist natürlich ein bisschen... Aber ich glaube, das geht. Ich bin ja Kavalier durch und durch. Ich musste doch gerade schon... Und? Wir kennen den Geschmack schon. Ich finde es sehr lecker. Und? Hervorragend. Das war's von uns also aus Spielberg. Ich habe noch ein paar Tipps bekommen von Johann Lafer. Und der Kuchen ist wirklich sehr, sehr gut angekommen. So viel dazu. Und wir sehen uns natürlich in ein paar Wochen wieder, denn wir gehen jetzt in die Sommerpause und wir sind dann am Norrisring wieder da, passend zum EM-Finale. Also bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Und ich hau jetzt noch mal hier rein, weil der Apfelstrudel ist wirklich der Hammer. Mmh.